Aus diesen Gründen fangen viele Menschen, vor allem Jugendliche, an zu rauchen. Durch Gruppenzwang, durch Verbot und den darauf folgenden Adrenalinkick, durch Rebellion in beispielsweise Familien, durch Vorbilder und Nachahmung in beispielsweise Musikvideos und durch Berühmtheiten, durch Einfluss und Umgebung, also das soziale Umfeld, durch Werbung, durch Langeweile, durch Alkohol und durch Experimentierfreude und Neugier. Emma, bitte fang nie an zu rauchen. Es ist echt ungesund. Okay, mach ich nicht. Ich gehe jetzt raus zu meinen Freunden. Meine Mama sagt, Rauchen ist schlecht, aber macht's trotzdem selber. So schlimm kann's ja gar nicht sein. Hey, Emma! Hey, Leute. Na, wie geht's? Wollen wir los? Nee, lass noch eine rauchen. Emma, willst du auch eine? Nein, Mann. Rauchen ist voll ungesund. Komm schon, sei mal nicht so verklemmt. So schlimm ist es nicht. Oh Mann, was mache ich denn jetzt? Mir ist voll langweilig. Oh, die Frau auf dem Plakat sieht so schön aus und sie raucht auch. So will ich auch aussehen. Noch in Zukunft die Schiele. Kopfschmerzen, Mama fragt, ob ich liebe. COB macht dich minus auf Krise. Hey, nicer Song. Hier ist es echt cool. Ja, Mann. Und was habt ihr heute noch so gemacht? Nichts irgendwie. Und du? Och, ich war nur ein bisschen shoppen. Ich brauche jetzt echt eine Kippe. Kommt ihr mit? Oh Mann, ich habe jetzt echt keinen Bock, hier alleine rumzustehen. Und bin voll betrunken. Soll ich auch rausgehen? Egal, scheiß drauf, was Mama sagt. Hey, kann ich auch eine? Na klar. Bei den 10 Ländern mit dem höchsten Tabakverbrauch steht China auf Platz 1. Danach kommt Indien, Indonesien, USA, Russland, Bangladesch, Japan, Brasilien und auf Platz 9 steht Deutschland. Platz 10 sind die Philippinen. Zunehmend sinkt das Durchschnittsalter, in welchem Jugendliche in Deutschland zur Zigarette greifen. 1989 betrug es 15,5 Jahre, im Jahre 2017 waren es 14,7.